Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Total War Shogun 2. In der letzten Folge hatten wir unsere Armee hier runtergeschoben, weil sie nämlich deutlich mehr regenerieren hier. Dauert es nämlich noch 3 Runden, nicht mehr 13. Das ist natürlich gut. Und in der letzten Folge hatte auch irgendjemand unser Feinde den Krieg, unserer Freunde. Irgendjemand von denen hat den Krieg erklärt bekommen. Aber naja. Wir produzieren Pferde und wir importieren das hier. Okay. Ist natürlich nicht schlecht. Dann nächste Runde. Bin mal gespannt, ob jetzt irgendwelche neuen Kriegshandlungen anstehen. Okay, in manchen Fällen müssen vorher bestimmte Künste gemeistert werden oder Ressourcen erworben haben. Ja, es ist mir klar, dass es unterentwickeltes Handelseinkommen gibt, Handelseinkommen. Was fehlt hier? Achso, die Technologie, ja. So, ich schieb die mal da rein. Das ist nämlich eigentlich Sinn der Sache. So. Ja, schon gut. Gut. Regeneriert, genau. Poststraßen und Stationen sind fertig, das ist gut. Bevor wir unsere Nahrung weiterbauen können, müssen wir hier mal unter Beherrschung der Künste gucken, wie lange das noch dauert. Noch 2 Runden. Okay. Ja. Handelsinfrastruktur, womit kann man das verbessern? Erfahrung. Kosten für Aktionen von Mönchen sehen wir später, würde ich sagen. Jetzt erstmal hier Verbündete, 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 Verbündete. Die sind auch verbündet. Kann man militärischen Zugang probieren zu verhandeln mit den Hojo. Setzt euch. Ich lasse Tee kommen. Und wir werden noch vor Sonnenuntergang ein Schatz gucken. Zugriff gilt als Vertrauensbeweis zwischen zwei Clans und kann über die entsprechenden Kästchen für eine bestimmte oder unbestimmte Zeit gewährt werden. Gut. Wunderbar. Das ist natürlich wunderbar. Ist natürlich sehr gut. Weil militärischer Zugang hilft unglaublich, weil dann können wir nämlich durch die Einheit, durch die Länder von dem durchlaufen. Weil zum Beispiel. Ja gut, diese Armeen hier sind jetzt eigentlich fertig. Südshimano wird von wem gehalten? Von Kiso. Kiso. Handelsabkommen läuft. Verdammt. wer war das nochmal, der da oben direkt neben uns war? Die da, genau. Oder? Ja. Der da. Wieder oben. Etchu.
Hier, die Jinbo müssen wir probieren zu besiegen. Dazu brauchen wir nur militärischen Zugang von Hida. Nee, von Anegopu irgendwas. Manchmal begegnen sich Reisende und profitieren davon. Sollen wir sehen, was sich aus unserer Begegnung ergibt? Dann lasst uns von den wichtigen Dingen sprechen. Wie es scheint. Schade. Das heißt aber, ich werde meine Truppen gleich mal wieder nach oben verschieben. So. Diese Truppe kann sich nicht mehr weiter bewegen, ist aber nicht weiter schlimm. Denn das können wir ja in der nächsten Runde machen. Bin mal gespannt. Der verschiebt ja seine Armeen dort unten. Macht er eigentlich die ganze Zeit. Der rennt die ganze Zeit nur zwischen seinen zwei Städten da hin und her. Werde ich die hier wohl mal angreifen müssen. Allerdings erst in der nächsten Runde. Vorher kann ich ja hier noch mal nee, das ist zu weit weg. Habe ich dann eigentlich keine Lust drauf. Wer ist denn hier stationiert? Keiner, okay. Kann ich immer noch nicht ausbauen, verdammt. Wie sieht es denn aus? Noch eine Runde, okay. Na dann, die halte ich auch noch durch. Ein großer Clan wurde zerstört, die Hattori und die Mori. Dann würde ich sagen, nächste Runde. Dumm. Bin mal gespannt, ob irgendwas passiert, was uns zu interessieren hat. Oder ob es einfach nur wieder dasselbe ist wie sonst auch immer, nämlich gar nichts. Wunderbar. Krieg erklärt. Datu Usego irgendwas. Hier kann ich jetzt Terrassenanbau ausbauen. Das muss ich auch unbedingt machen. Meine Steuereinnahmen gehen extrem zurück, warum auch immer. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Hat er noch Bewegungsreichweite? Gut. Ich habe denen dann wohl mal den Krieg erklärt. Ich belagere einfach mal. Ja. So schnell kann es gehen. Bin mal gespannt, ob unsere Verbündeten sich mir anschließen werden. Ich hoffe doch sehr. Verschleiß.
9400, ah, das ist sehr viel. Zwei Runden noch bis zur Kapitulation, okay. Ja, nee, eigentlich nicht. Finanzen. Oh, mein Armeeunterhalt ist ganz schön teuer, muss ich einfach mal so sagen. Handelspartner sind die Hojo, die Imagawa, die Kiso und die Usego. Alles Landrouten, okay. Was ermöglicht das? Den Bau fortgeschrittener Häfen und Schiffe, ermöglicht den Bau kaiserlicher Straßen und Zitadellen und ermöglicht den Bau von Kabunakama, okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das ist egal. Nein, so viel Nahrung habe ich nicht. Doch nicht, bis die hier fertig sind. Habe ich eigentlich Beherrschung der Künste? Nein, ich will keine. Das hier ist viel besser. Ja, ist es auch. Ja, ich würde sagen, einfach nächste Runde. Und wir machen mal weiter mit unserer schönen Belagerung dort oben. Es gibt einige Militärverschiebungen, okay. Ich hoffe mal, keiner wird uns angreifen, denn wir sind gerade selbst im Krieg und damit nicht sonderlich stark. Ihr verteidigt euch, okay. Ja. Ihr habt mehr Leute, aber wir sind besser. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer hier gewinnen wird. Es könnte eine knappe Schlacht werden, ich hoffe aber mal nicht. Laut diesem Kräftebalken waren wir leicht im Vorteil, allerdings nur, weil wir so viel Verstärkung haben. Und der Nachteil bei Verstärkung ist ja immer, sie ist nicht sofort auf dem Schlachtfeld, sondern sie kommt erst danach dazu. Na, Ladebildschirm. Das ist jedenfalls eine offene Schlacht. Ich glaube, der Feind startet auf einem kleinen Berg. Oder? Sieht jedenfalls so aus. So. Bin mal gespannt, ob eine neue Rede kommt. Oder ob sie ja die alte wird. So sehen also die Samurai-Bogenschützen aus, okay. Okay, das reicht jetzt erstmal, würde ich sagen, was das Gerede belangt. Er betrifft. Wird auf jeden Fall keine einfache Schlacht. Katana-Kavallerie, die sind sehr, sehr stark. Die werden mal von. Nee, von da werde ich meine Hauptarmee aufstellen. Hier, Yari Ashigari. Ashigaru, sorry. Ich werde es vermutlich nie lernen. Hier, die kommen dahin. Die kommen dahin. Und die kommen natürlich dahin. Er hier kommt hier hin. Er hier kommt hier hin. So. Die hier setze ich mal als Truppe 1. Und die Katana-Kavallerie kommt von da.
gleich meinen Timer. Das heißt, ich beende noch schnell die Aufstellung. Hier kommen zwei Truppen, von da würde ich sagen. So. Und zwei Truppen kommen von der Flanke. Und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und in der nächsten Folge sehen wir dann die große Schlacht hier. Bis dahin. Ciao, ciao.